Das runde Leder rollt wieder. Und für die sportbegeisterte Jugend gibt es dazu in der Region Bruckmürz-Zuschlag die Möglichkeit, neben ausreichend Bewegung auch das nötige Rüstzeug für eine mögliche Fußballkarriere zu erhalten. Wir sind hier beim ersten Fußballcamp nach der langen Corona-Pause bzw. das erste Fußballcamp im Jahr 2021, dürfen hier auf der Anlage im Sportzentrum Krieglach tätig sein, wobei ich die Möglichkeit gleich nutzen möchte und mich hier bei der Gemeinde für die Zurverfügungstellung der Infrastruktur herzlich bedanken möchte und alle anderen, die uns helfen hier und unterstützen, dass das Camp wirklich eine tolle Sache geworden ist und zustande gekommen ist. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot und wollen dadurch auch sehr viele Kinder ansprechen bzw. sehr viele Kinder zum Sport bekommen. Und da startet es bei uns eben in der Ballschule bereits mit 3 Jahren und geht bei unseren Feriencamps bzw. bei den Auswahlmannschaften bis zu 14, 15 Jahren sogar. Wir haben eben verschiedene Einheiten, sprich das eine ist einmal die Ballschule, die wir jetzt seit 2 Jahren anbieten in Mürztal. Bei der Ballschule ist es so, dass wir einmal die Woche eine Einheit anbieten, sowohl in Bruck an der Mur als auch in St. Lorenzen und in Allerheiligen im Mürztal. Die Anmeldung dazu erfolgt über unsere Homepage bsv-little-giants.at. Dann gibt es die zweite Möglichkeit der Feriencamps, die wir jetzt da auch schon seit einigen Jahren im Mürztal anbieten. Hier ist die Anmeldung über www.zh-sport.at und hier gibt es eben bei den Feriencamps sowohl Fußballerlebniscamps, Handballcamps, aber auch seit neuestem, sprich seit dem Vorjahr, Ballsportartencamp, was halbtags und ganztags besucht werden kann und wo eben alle Ballsportarten in der Woche ausprobiert werden können von den Kindern und was sehr gut angenommen wird.